Recht herzlich willkommen zur 89. Folge von City Skylines. Wir waren letztes Mal hier bei dem Mülldiebstahl, wo wir dann hier die Polizeiwache eingesetzt haben, die jetzt hier auch schon blau markiert ist, damit da kein Müll mehr geklaut wird. Was für eine Schande. Ja, gut, okay. Gut. Wir hatten aber auch hier gleichzeitig gesehen, dass wir ein LKW-Problem haben für die Mülldeponie, der sich dann bis hier hinten hin weiterzieht. Also müsste man da auch nochmal überlegen, ob man da nicht irgendwas machen kann, ne? Weil das ist ja echt krass, oder? Ich stelle mir gerade die Frage, ob wir hier irgendwo noch eine Kreuzung reinsetzen. Diese Straße ist natürlich urslang ohne irgendeine Kreuzung. Oder einfach nur eine Einbahnstraße zu haben, wäre vielleicht sinnig, ne? Alle LKWs müssen reinfahren, links, rechts abbiegen und fahren geradeaus. Interessanterweise ist auch der Stau nur in einer Richtung, ne? In diese Richtung ist er gar nicht. Weil die wenigsten LKWs von hier kommen, ne? Wie können wir uns denn darüber anschließen? Das ist die nächste Frage, ne? Also hier hätten wir eine Verbindungsstraße, die wir hier rüber machen könnten, in dem Sinne, dass wir da eine Anbindung hätten mit dieser Straße hier. Ist das eine Kreuzung? Ja, das ist eine Kreuzung. Man müsste jetzt hier noch eine Autobahnabfahrt machen, die da anschließt dann. Das noch zu entzerren. Es würde hier wieder ein Kreuz entstehen, vielleicht sinnigerweise. Schwierig, schwierig, schwierig. Warte, die fahren alle hier lang, hier lang, hier lang, hier lang und dann da drauf. Könnte man natürlich auch eine Autobahnauffahrt direkt hier basteln, oder? Und dann fahren die sogar noch. Ne, geradeaus, hier teilen sie sich auf. Eine Müllwagenspur bauen, ne? Das was bringen? Wir können es ja testen, ne? Dann sehen wir es ja, oder? Eine Autobahnauffahrt bauen. So, da fahren die ersten Müllwagen hier lang, hätte ich jetzt gerade gesagt, aber dem ist gar nicht so. Die fahren nur zur Müllverbrennungsanlage. Mal gucken, ob jetzt auch Rechtsabbieger sind. Ja, jetzt fließt hier auch der Rechtsabbieger. Sie haben entdeckt, dass man darüber fahren kann. Polizeiwagen ist auch da, oder was auch immer ist. Läuft es jetzt dadurch besser? Auf jeden Fall fährt zweispurig abgebogen. Ab und zu noch. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Schlafmützen, die nicht wissen, wo sie lang müssen, ne? Weil die fahren ja dann hier rechts wieder. Fahren hier drauf. Ich glaube, wir sollten das so machen, dass wir das hier nochmal wegmachen. Und diese Spur direkt dort rechts hin machen. So entzerren wir das vielleicht noch, oder? Der will jetzt irgendwie nicht so da, wie ich möchte. Kann er da nicht einfach einklinken? Ne, irgendwie geht das nicht. So. Die können nur nach rechts da oben drauf fahren. Jetzt haben wir hier dann eine Teilung, die dann doch Sinn macht. Weil die fahren nach da und die anderen, die da lang fahren, fahren hier links.
Das würde dann das ein bisschen entzerren, glaube ich. Jetzt kommen auch Müllwagen wieder hier rein. Gut. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden. Sehen wir dann, wenn wir den Stau hier hinten beobachten. Ne? Und der ist auf jeden Fall kürzer geworden, glaube ich. Ist nur noch C-fließender Verkehr, ne? Hier verstehen sie es immer noch nicht, links und rechts. Ist so. Es fließt hier aber auf jeden Fall mehr. Spricht schon wieder hierfür, dass man hier einen Kreisverkehr machen würde, ne? Den könnte man ja auch händisch einfügen, ne? Die vorgefertigten muss man ja gar nicht nehmen. Diesen einfach nehmen, ne, den gibt's gar nicht. Doch, 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 den gibt's auch da. Jetzt fährt hier gerade keiner. Können wir also umbauen. Geschwungene Straße hätten wir. Würde ich jetzt so vorschlagen. Und dann hier so eine Kurve reinzubauen. Würde funktionieren. Hier müssten wir dann jetzt gucken, wie wir das hinkriegen. Kriegen wir nicht so hin. Nee. Muss ich wahrscheinlich die Straße erst abreißen. Machen wir aber. Und dann von dort nach dort einklinken lassen. Hier wäre die normale Straße, die dort drauf kommt. Hier hätten wir jetzt einen Kreisverkehr gebaut. Da müssen wir die Straßen dann noch upgraden in Richtung Straße. Ja, ich glaube, er hat es genau umgekehrt gemacht, ne? Auch schön. Es ist jetzt richtig rum. Und das ist so rum, das ist so rum, das ist so rum und das ist jetzt auch so rum. Ich glaube, jetzt haben wir den Kreisverkehr vollendet. Ja, ich glaube, jetzt hat's geklappt. Okay, hier bildet sich jetzt nur demnächst der Stau, dass es dann schwierig wird, ne? Oder? Hier dürfen die noch langfahren, da auch. Die biegen jetzt auch zweispurig links ab, das ist auch super. Also hier ist schon kein Stau mehr vor der Kreuzung. Das ist also jetzt auf definitiv besser geworden. Das haben wir geschafft, gut. Ja, aber eigentlich wollten wir ja gar nicht das machen. Wir haben es aber jetzt gemacht, ist auch okay so. Die Müllwagen fahren nach da, alle, die nicht nach da fahren, würden hier lang fahren, können dann auf die Spur fahren da geradeaus. Ja. Zurzeit alles gut. Okay. Kurz nochmal geschaut. Ja, hier ist der Verkehrsfluss wieder hergestellt. Alles gut. Das heißt, wir können hier weitermachen. Kein Platz mehr. Das heißt, der muss leer werden.
Und das leert sich. Alles gut, also. So, da müssen wir weitere suchen. Mülldeponien haben wir hier noch. 15% und 17%. Was ist das? Müllverbrennungsanlage, die können wir gleich direkt verschicken. Verschicken hört sich gut an, ne? Dahin. Gut. Hier haben wir auch noch Müll. Ich glaube, die ist leer. Können wir somit verschieben. Gucken, ob das was wird hier. Okay, dann können wir sie auch aktivieren. Läuft. Und da sind noch weitere. Gebäude leert sich. Gebäude leert sich. Hier hinten ist der Friedhof leer. Können wir also wieder starten. Läuft. 23,2%. Okay, der mittlere kann bald auch verschoben werden. Die beiden hatten wir schon drüber gesprochen. Wie sieht's hier aus? 86. Das müsste dann mal irgendwann sauber werden. Den können wir verschieben. Kommt auch hier hin. Und aktivieren. Die nächsten Müllwagen, die da durch die Gegend fahren. 100% voll. Man kann sich dann leeren, ne? Hier. 86, 87, 85. Das ist eine Müllverbrennungsanlage. Die kann dann auch weg. Die kommt auch hier hin. Zack. Und weiter. Die drei hatten wir angeguckt. Hier ist noch einer. 3% voll, leert sich also. Da ist auch schon kein Dreck mehr dran. Das könnte, glaube ich, ein bisschen besser werden. Kann das sein, dass es schon besser aussieht? Kann mir aber vertun, so ist nicht. Und das? Aerodesign heißen die. Zumachen die Firma. Sieht alles gut aus. Da haben wir geguckt. Hier ist noch eine Müllverbrennungsanlage, oder? Ne, eine Arztpraxis ist das, okay. So, weitergeguckt. Hier ist alles nix. Da ist einer zum Verschieben. Auch weg und kann laufen. Was da? Kriminalitätsrate ist zu hoch, aber wir haben noch gerade direkt daneben eine Polizeistation. Das ist auch krass, oder? Leert sich. Leert sich auch. Ja, ich glaube, wir können hier schon noch gucken, dass wir da eine Polizeistation hinkriegen, ne? Wenn da auch schon wieder was ist. Das war die Feuerwache. Machen wir das. Gut, weitergeguckt. Hier ist wahrscheinlich eine MVA, oder? Jo. Kommt da auch weg. Kommt hier hin. Da ist er. Dann da wieder rüber gefahren. Ja, passt. Die beiden sind noch beschäftigt mit Entleerungen. Hier ist nichts. Hier ist ein bisschen dreckig. Die entleert sich, die auch, die auch. Die auch, ist das eine Müllverbrennungsanlage? Nein, das ist ein Feuerwehrhaus. Hier ist Industriegebiet, ist klar.
Sieht eigentlich aus, als ob wir alle haben, bis auf die, die sich jetzt noch entleeren. Wir hatten ja irgendwo so 2% Teile, ne? Ich glaube, die waren hier irgendwo. Oh, 14%. Und 16 wird weniger. Irgendwo waren 2. Die ist voll, sieht man schon vom Bild her. Die ist richtig voll. Hier muss auch irgendwo eine MVA sein. Ist sie das? Nee. Hier unten ist auf jeden Fall noch einer. Aber 83%. Nee, da ist keine bei. Sind noch Pickepacke voll, die auch. Ja, die sind hier am weitesten runter. Habe ich jetzt irgendwo einen übersehen? Ich glaube nicht, ne? Hier fehlt es an Arbeitern. Die sind es nicht. 29%. Nee, ist nicht. Ja, okay, das war erstmal die Müllgeschichte für diese Sekunde. Das sieht ja aus, als ob hier irgendwie, ne, ein Flugzeug reingestürzt ist. So, am Ende der Bahn ist das Pentagon, oder? Hier ist noch was. Ölkraftwerk, das macht auch viel Dreck. Gut. Wir haben Zuwachs auf jeden Fall. Das ist schon mal gut hier unten zu sehen. Aber finanziell sind wir da noch im Desaster mit 15.000 Miesen. Ja. Unsere Friedhöfe, die sind auch noch nicht so klar, ne? Ein schicker Park direkt daneben. Das bringt aber auch nichts, weil der auch schon braun ist. Hier ist ein Friedhof. 2500. Hier 2700. Hier drinnen ist auch noch einer, der ist voll. Wird aber leer. Okay. Hier sehe ich keinen. Da ist nur einer, der ist auch voll. Leert sich aber auch. Hier ist nichts zu sehen. Was ist mit dem? 2400 wird aber noch benutzt. Und die sind auch alle am Leeren. Okay. Hier ist ein Friedhof, der leert sich. Da ist auch einer. Leert sich auch. Ja, kommt mir so vor, als ob wir da auch noch welche brauchen, ne? Gesundheit ist da. Friedhof ist da. Könnte hier eigentlich einer hin, ne? Da ist aber ein Gebäude. Machen wir den auf anderen Straßenseite. Dann freuen die sich alle, das ist doch schon mal was. Hier haben wir auch noch so ein Problem. Ich weiß nicht, wo wir den hinsetzen. Eigentlich ist hier alles gut, bis auf diese roten Gebäude da, ne? Wenn die verschoben sind, dann sind ja schon zwei, ne? Oh, warte, da war es doch grün, oder? Dann kommt da noch einer hin. Machen wir da hinten noch einen hin. Dann freuen die sich alle.
Hier wäre noch Platz. Ja, komm, den setzen wir da definitiv auch noch hin. Und hier sieht das alles gut aus eigentlich. Obwohl da in der Mitte sind ja ein paar Häuser, die sagen, nee, geht nicht. Ja, wenn wir da noch einen hinbasteln, dann müssen wir noch was abreißen, ne? Aber wir haben nachher da Platz, ne? Dann machen wir den da rein. Müssen wir erstmal abwarten. Krankenhaustechnisch ist eigentlich relativ gut alles. Oder gibt es hier irgendwelche Zonen? Ja, da wieder diese drei Häuser. Die haben es auch mit dem Arzt schwierig, ne? Hier ist schon ein Arzt und dann daneben noch sowas. Wo ist das nächste Krankenhaus? Da. Komm, zack. Dann würde ich die Arztklinik da aber fast wegnehmen, ne? Hier ist es auch so schlecht. Krankenhausnähe, alles in der Nähe. Hier rechts fehlt es auch irgendwie. Müssten wir eine Arztpraxis irgendwie hier hinmachen. Zack, die zwei Häuser mussten leider dran glauben. Ärztliche Versorgung ist wichtig. Hier ist rot und da direkt neben der Arztpraxis auch gut, ne? Aber das liegt ein bisschen dran an dem Industriegebiet. Ja, das, die eine Arztpraxis hier hinten in der Sackgasse, das macht ja auch viel Sinn, ne? Da kann man die besser hier hin basteln. Und, ah, die hätten wir verschieben können wahrscheinlich. Dann verschieben wir die doch. Hier hinten fehlt's. Machen wir mal da eine hin. Vielleicht wird's dann da auch gleich besser. Sollte es eigentlich. Hier ist arzttechnisch okay. Hier hinten haben wir noch ein bisschen Manko. Wäre hier aber kein Problem, was hinzubauen. Ne? Hier fehlt's überhaupt. Das Krankenhaus ist da. Eine Arztpraxis ist da. Tendenziell muss die hier rein. Gut, sollten die Gebäude, die roten, eigentlich auch weggehen. Naja, dauert seine Zeit wahrscheinlich. Da fehlt es ganz. Machen wir mal da ein. Ist besser geworden, ja. Naja, wir können sie nicht alle glücklich machen. Ist wohl so. Ist hier rechts denn irgendwo was? Die brauchen ja keinen Arzt. Das ist auch gut. Da fehlt es an Strom. Für die Müllverbrennungsanlage, ne, oder? Da passt's jetzt. Wollte eigentlich weggehen, der Stromproblem. Ist es auch. Wunderbar. Strom können wir wieder ausmachen. Wir waren jetzt hier gerade bei Arzt. Ja, gut, okay. Ja, die haben es nebenan und ändert sich nichts, können wir wohl nicht ändern. Gut, haben wir auch geschafft. Ja, dann machen wir nächstes Mal nochmal den Blick in die Dingens, sag schon hier, die müssen ja...
Nee, muss ich ausmachen. Und so reingucken. 10%, okay. Das andere müssen dann 11 sein. Nee, sind nur 13. Aber da müssen wir weitermachen. Vielleicht ein paar Häuser abreißen, damit das Ganze hier ein bisschen besser wird. Obwohl, wir wachsen weiter. Wir haben innerhalb dieser Folge, glaube ich, irgendwie 4.000, 5.000 mehr gekriegt. Also alles gut. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.